for the introduction. Today ich habe einen deutschen Vortrag angekündigt und weil unsere Session so schön halb-halb ist, werde ich auch wirklich auf Deutsch sprechen versuchen. Meine Folien sind auf Englisch. Ich kann natürlich auch Fragen auf Englisch beantworten. Ja, ich möchte bei diesem Vortrag heute über unsere Erfahrungen mit verschiedenen zweiachsigen Biegeversuchen sprechen. Insbesondere interessiert uns natürlich immer, ob man mit diesen unterschiedlichen Verfahren auch tatsächlich übereinstimmende Festigkeiten im Rahmen der Weibull-Theorie messen kann, sprich, ob alle diese Verfahren sozusagen richtig messen. Ja? Dazu möchte ich zunächst die drei wichtigen oder gebräuchlichsten zweiachsigen Biegeversuche vorstellen, den Ring-auf-Ring-Versuch, den Pistenversuch und den B3B-Versuch. Dann möchte ich kurz erklären, welche Methode wir verwenden, um unsere Resultate, wenn wir denn experimentelle Resultate haben, zu vergleichen. Ich möchte ein paar Experimente vorstellen, die wir dann anhand dieser Methode und mit der Hilfe von finite Elementrechnungen interpretieren werden. Und zum Schluss möchte ich zusammenfassen, was wir aus diesen ganzen Arbeiten gelernt haben, um bessere Werkstoffkennwerte messen zu können. Gut, ganz generell, zweiachsige Biegeversuche macht man gerne dann, wenn man dünne Scheiben oder Platten zu prüfen hat. Viele Komponenten oder Materialien lassen sich in dieser Form leicht herstellen. Es ist also eine attraktive Prüfmethode für die Festigkeit von keramischen Werkstoffen. Allen diesen Methoden ist gemein, dass man die Platte oder die Scheibe auf eine Auflage legt, die ist kreisförmig oder besteht nur aus einzelnen Auflagepunkten. Und schließlich die Scheibe dann in der Mitte mit einer Last beaufschlagt, die entweder punktförmig oder über einen gewissen Lasteinleitungsradius verteilt aufgebracht werden kann. In allen diesen Versuchen tritt die maximale Spannung so in der Mitte der Zugseite der Probe auf, je nach Lasteinleitungsmethode über einen mehr oder weniger großen Bereich. Und sie lässt sich für alle diese Verfahren mit einer relativ einfachen Gleichung, in dieser Form einfachen Gleichung berechnen. Sie hängt ab von der Kraft durch die Probendicke zum Quadrat mal einem Faktor, der spezifisch für die konkrete Auflage und Lasteinleitungssituation ist. Dieser Faktor hängt also ab von der Lasteinleitung. Wie groß ist der Durchmesser dieser Lasteinleitung? Er hängt auch ab davon, wie groß der Überhang der Probe über den Auflagerradius oder Auflagerdurchmesser ist. Und er hängt auch von der Poissonzahl ab, weil wir ja einen zweiachsigen Spannungszustand haben. Analytische und auch finite Elementrechnungen zeigen aber einen interessanten Effekt in diesen zweiachsigen Biegeversuchen, nämlich, dass die maximale Spannung da im Zentrum der Probe nicht davon abhängt, auf wie vielen Auflagerpunkten die Probe liegt. Wenn wir uns den finite Element berechneten Faktor anschauen für einen Versuch, wo ich eine Probe mit einer Kugel belaste und auf einem Ring auflege, im Vergleich zu eine Auflage auf drei Kugeln, dann sehe ich, dass sich dieser Faktor de facto nicht unterscheidet. Und das Gleiche ist auch für eine Lasteinleitung mit einem Stempel, also über einen etwas größeren Lasteinleitungsbereich. Die Abweichungen sind hier in der vierten Kommastelle also eigentlich vernachlässigbar. Das ist ein interessantes Ergebnis, was vor allem den Versuchsaufbau von solchen zweiachsigen Versuchen sehr viel vereinfachen kann. Gut, ein bisschen konkreter nun zum Ring-auf-Ring-Versuch. Das ist ein Versuch, für den kann man das Spannungsfeld im Grunde nach der elastischen Plattentheorie analytisch berechnen. Innerhalb des Lastringes sind die Spannungen in diesem Fall annähernd konstant und nehmen dann zum Auflagerring hin ab, um vor allem die Radialspannungskomponente dann wieder ein bisschen zuzunehmen. Analytisch ist hier wirklich eine konstante Spannung zu sehen. Wenn man das Ganze numerisch berechnet, sieht man, dass unter dem Lastring oder knapp innerhalb des Lastringes eine kleine Spannungsüberhöhung auftritt. Damit diese Spannungsverteilung gültig bleibt, die auch in der Auswerteformel wiedergegeben wird, muss man sicherstellen, dass man tatsächlich linear elastische Bedingungen hat während des Versuches. Und das macht man über Einschränkungen der Geometrie der Probe und des Auflagers.
So darf beispielsweise der Auflagerring, der Lastring 20 bis 50% des Auflagerringes groß sein. Und es gibt eine Festlegung für die Dicke der Probe, die darf maximal ein Zehntel des Auflagerdurchmessers dick sein oder einen materialspezifischen Wert in Richtung der minimalen Dicke annehmen. Darüber habe ich eine weitere Folie, die schauen wir uns gleich an. Zunächst fasse ich aber mal zusammen. Das ist ein attraktiver Test, denn er hat ein großes belastetes Volumen. Es gibt analytische Ausdrücke für die effektiven Größen, das effektive Volumen, die effektive Oberfläche. Aber aufgrund der großen Auflageflächen zwischen Probe und Auflager gibt es einen ordentlichen Anteil an Reibung in diesem Versuch. Das versucht man zu verhindern, indem man diesen Versuch immer mit rutschigen oder weichen Zwischenlagen zwischen Probe und Auflager durchführt, und zwar sowohl unten als auch oben. Für die Gültigkeit der Formel ist natürlich auch wichtig, dass man tatsächlich eine Ringlast aufbringt. Und es gibt Probleme, wenn man ganz dünne Proben prüfen möchte. Das sehen wir gleich auf der nächsten Folie. So, hier sind finite Elementergebnisse, die uns zeigen, wie sich die Probe durchbiegt, wenn man sie belastet. Das sind normierte Größen. Die strichlierte Linie gibt den linearelastischen Fall an. Die durchgezogene Linie gibt das an, was ein tatsächliches Kontaktmodell liefert. Und wir sehen, nur bis zu einer Durchbiegung von etwa einem Viertel der Probendicke verhalten sich diese Proben tatsächlich nach der Plattentheorie. Daraus kann man diese untere Grenze für die Probendicke ableiten. Diese Formel kann man auch grafisch darstellen in einem Diagramm Festigkeit über E-Modul. Da gibt es für die maximale Dicke der Probe diese erste Linie hier. Also wir dürfen uns nicht in diesen roten Bereich bewegen. Und für die minimale Dicke gibt es jeweils eine Linie, die durch die Eigenschaften eines konkreten Werkstoffes führt. Wenn wir jetzt bedenken, dass wir diese Ringe ja auch fertigen müssen, dann kann man sich leicht vorstellen, dass der kleinste Ring, den man einigermaßen genau machen kann, vielleicht einen Durchmesser von 5 mm hat. Das wäre dann der Lastring und der dazu passende Auflagerring hat dann einen Durchmesser von 10 mm. Daraus ergibt sich dann, na, jetzt kriege ich keine nächste Folie mehr, jetzt bin ich abgestürzt. Vielleicht die Bildschirmfreigabe. Jetzt können wir die nächste. Naja, jetzt ist schon das ist schon viel, viel weiter. Jetzt muss ich da wieder zurückfinden. So. So, jetzt geht's. Gut, wir bleiben also beim Auflager 10 mm Durchmesser, Lastring 5 mm Durchmesser. Dann ergibt sich für das Aluminiumoxid beispielsweise eine minimale Probendicke von 250 Mikrometern. Das ist nicht einmal wirklich dünn, wenn man an Substrate oder so denkt. Und für Werkstoffe mit einem niedrigeren E-Modul und einer hohen Festigkeit, wie zum Beispiel ein Silizium-Wafer, könnte man schon nur mal eine wesentlich dickere Probe prüfen mit diesem Versuch. Also eine gewisse Einschränkung. Ein weiterer zweiachsiger Biegeversuch ist der Piston- und Three-Balls-Versuch. Da legt man die Probe auf drei relativ kleine Kugeln, die im Auflager fixiert sind, auf und belastet mit einem Stempel, der etwa den Durchmesser der Probendicke hat. Ja? Das kann man sehr einfach aufbauen. Es gibt aber in der Norm, die diesen Versuch normiert, das ist eine Norm für die Eigenschaften von Dentalkeramiken, einen sehr engen Geometriebereich für die möglichen Formen dieses Versuches. Das ist an und für sich auch ein Versuch, für den es eine analytische Auswertung gibt. Aber es steht ein bisschen im Raum, wie die Lasteinleitung mit diesem Stempel tatsächlich erfolgt. Da wir fixe Auflagerkugeln haben, gibt es natürlich auch in diesem Versuch ein bisschen Reibung. Ist aber nicht so wichtig wie im Ring-auf-Ring-Versuch. Schauen wir uns die Lastsituationen ein bisschen genauer an. So ein flacher Stempel möchte man annehmen, bringt einen homogenen Druck auf diesen kreisförmigen Kontaktbereich auf. Das ist auch das, was bei der Ableitung der analytischen Auswerteformel vorausgesetzt wurde.
In Wirklichkeit bringt ein flacher Stempel aber an seinem Rand einen sehr viel höheren Druck auf als in seiner Mitte. Und diese Tendenz verstärkt sich ja eigentlich auch noch, wenn ich den Versuch durchführe und die Probe biege, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Belastungssituation so weit entartet, dass zum Schluss nur mehr der Rand des Stempels, also ein ganz kleiner Ring, die Belastung aufbringt. Und auf der anderen Seite könnte es auch passieren, dass nach ein paar tausend Versuchen mein Stempel verschlissen ist, er immer runder wird und dann auch so etwas wie eine herzförmige Kontaktbelastung auftreten kann. Jetzt ist es natürlich interessant zu untersuchen, inwiefern diese unterschiedlichen Belastungs-, also Lasteinbringungsvarianten, die Spannungen in der Probe beeinflussen. Wir haben gesehen, die beeinflussen die Probe sehr wohl, die Auflageanzahl nicht. Gut. Auch das kann man wieder mit finiten Elementen berechnen. Das ist hier geschehen für typische Probengeometrien nach der ISO-Norm und auch für verschiedene Probendicken. Und wir sehen hier, wie dieser Faktor vom Auflagerradius abhängt. Und zwar für drei unterschiedliche Kontaktsituationen. Einmal ein herzscher Kontakt, einmal in Schwarz gleichmäßiger Druck und in Blau eine kleine Ringlast. Durchgezogen sind hier noch eingezeichnet die Formel für den Pistenversuch aus der Norm und die Ring-auf-Ring-Spannungsformel, so wie sie auch für den Ring-auf-Ring-Versuch gelten würde. Gelb eingezeichnet ist hier der Bereich, in dem der Pistenradius laut Norm sein soll. Und wir sehen erstens einmal, diese Faktoren geben alle eine Dickenabhängigkeit, haben alle eine Dickenabhängigkeit, die in den analytischen Formeln nicht vorkommt. Und sie unterscheiden sich deutlich, vor allem da die gleichmäßiger Druck von der Ringlast. Es wäre also schon wichtig zu wissen, wie die Belastungssituation in Realität aussieht. Wenn wir uns jetzt da diesen Bereich des gleichmäßigen Drucks ein bisschen genauer anschauen, das ist dieses Diagramm, sieht man, dass die türkise Kurve, die analytische Formel, eigentlich die mögliche Dickenvariation im Faktor F ganz gut abdeckt. Der Fehler ist da immer kleiner als 3%. Das sind einmal gute Nachrichten, vorausgesetzt, die Lasteinleitung ist tatsächlich über so eine gleichmäßige Druckverteilung über einen Kreis realisiert im tatsächlichen Versuch. Und als dritten Versuch stelle ich nochmal ganz schnell den B3B-Versuch vor. Da haben wir bewegliche Kugeln, deshalb keine Reibung im Versuch. Es ist ein robuster Test, den man leicht durchführen kann, weil man Standardmaschinenbauteile als Auflager- und Lastkugeln verwendet, kann man den auch sehr gut hinunterscalen, also auf sehr kleine Proben anwenden. Daher auch auf sehr dünne Proben anwenden. Es gibt für den Berechnungsfaktor über einen weiten Parameterbereich finite Elementlösungen, die man interpolieren kann. Und diese Lösung setzt voraus, dass man die Last über eine Punktlast einbringt. Und das ist auch schon einer der Kritikpunkte an diesem Test, die ja häufig genannt wird. Diese Punktlast ist sehr konzentriert und könnte zu einem Kontaktversagen an der Lasteinleitungsstelle führen, die dann schließlich die Festigkeit beeinflusst. Das haben wir uns einmal experimentell angeschaut. Wir haben Proben vorgeschädigt an der Druckseite und haben sie geprüft und verglichen mit nicht vorgeschädigten Proben und sehen eigentlich keinen Unterschied in der Festigkeit, sowohl für Aluminiumoxid als auch für Siliziumnitrit nicht. Allerdings hat der Versuch natürlich ein sehr kleines getestetes Volumen. Gut. Ich komme weiter und erkläre kurz, wie wir grundsätzlich vorgehen, wenn wir Testergebnisse, die wir mit verschiedenen Prüfmethoden gewonnen haben, vergleichen wollen. Da benutzen wir den Weibull-Größeneffekt. Und der ist ja durch diese Gleichung hier gegeben. Diese Gleichung kann man grafisch darstellen, indem man in einem doppeltlogarithmischen Diagramm die charakteristische Festigkeit über der effektiven Größe oder dem effektiven Volumen darstellt. Dann sollte für unterschiedliche Probengeometrien für jedes Sigma 0 hier ein Punkt entstehen und eine Gerade, die durch alle diese Punkte geht
hat eine Steigung, die mit dem Weibull-Modul der einzelnen Versuchsserien zusammenhängt. Die sollten ja alle den gleichen Weibull-Modul haben, wenn wir ein Weibull-Material haben, und entsprechend sollte sich die Steigung dieser Gerade gestalten. Diese Gerade kann man entweder durch einen Fit in einem Diagramm auf diese Art und Weise berechnen. Man kann aber auch die Maximum-Likelihood-Methode ein bisschen variieren, indem man die effektiven Größen zusätzlich mit hineinnimmt in die Maximum-Likelihood-Berechnung und dann sozusagen Festigkeitsversuche, die man mit unterschiedlichen Proben mit Geometrien gemessen hat, in eine Weibull-Auswertung stecken. Gut, hier kommen nun ein paar experimentelle Untersuchungen, die wir gemacht haben. Als erstes haben wir uns einmal den Vergleich B3B-Versuch und Pistentest angeschaut. Dazu haben wir einerseits Proben aus Dentalkeramik geprüft und andererseits Proben aus einer Elektrokeramik. Das waren jeweils Scheiben, die etwa gleich groß waren, 12 mm Durchmesser, aber unterschiedliche Dicke hatten. Die haben auch deutlich unterschiedliche Festigkeiten, deutlich unterschiedliche Weibull-Moduli, aber im Grunde ein schönes Weibull-Verhalten. Und das sind jetzt diese Volumens- oder Größenextrapolationsplots. Wir sehen, für die Dentalkeramik funktioniert das perfekt. Die pistengeprüften Proben sind genau dort, wo wir sie erwarten, ausgehend von den B3B-Proben. Für die Bariumtitanat-Elektrokeramikproben, die ja deutlich dicker sind, stimmt das gar nicht mehr. Aber, das habe ich ja schon vorher gesagt, der Berechnungsfaktor für den Pistentest ist ja dickenabhängig. Die 2 mm dicken Proben sind eindeutig dicker als das, was die Norm zulässt. Wenn ich jetzt hergehe und für diese 2 mm dicken Proben einen korrekten Faktor berechne und meine Werte damit ausrechne, dann liegen die auch tatsächlich dort, wo man sie erwarten würde. Was haben wir daraus gelernt? Offensichtlich ist diese Beschreibung der Lastanleitung im Pistenversuch über eine gleichmäßige Druckverteilung eine gute Beschreibung. Die analytische Formel liefert offensichtlich korrekte Festigkeitswerte, aber man sollte wirklich aufpassen, nur Proben aus dem Geometriebereich zu prüfen, der in diesem Standard vorgegeben ist. Sonst stimmt der Faktor nicht mehr, sonst muss ich ihn extra berechnen, wie in diesem Fall. So, unsere zweite Untersuchung hat sich beschäftigt mit dem Vergleich von B3B und Ring-auf-Ring-Versuchen. Die haben wir durchgeführt an einem kommerziellen Aluminiumoxid. Da hatten wir Scheiben mit dem gleichen Durchmesser, aber zwei verschiedenen Dicken, die wir auf B3B und Ring-auf-Ring-Auflagern geprüft haben, die grundsätzlich den gleichen Auflagerradius hatten, aber natürlich eine unterschiedliche Lasteinleitung. Und zusätzlich haben wir in dieser Versuchsserie auch noch die verschiedene Zwischenlagen untersucht, und zwar einmal ein selbstklebendes Teflon-Tape, einmal ein Polyethylen-Klebeband. Auf der Zugseite war immer lose Teflonfolie. Ja, da gab es also verschiedene Versuchsserien. Die Ergebnisse hier wieder im Weibull-Plot. Es gibt eine Gruppe, da sehen wir die B3B-Ergebnisse, alle eine sehr ähnliche Steigung, sieht man auch in der Tabelle rechts, sehr nah beieinander. Eine mittlere Gruppe, das sind die Ring-auf-Ring-Versuche, haben ein größeres effektives Volumen, entsprechend eine niedrigere Festigkeit, aber immer noch einen ähnlichen Weibull-Modul. Und dann sehen wir eine dritte Weibull-Gerade, die weit abseits liegt und auch viel, viel flacher ist. Hier ist wieder der Größeneffekt gezeigt, diesmal gepoolt ausgewertet, also nicht ein linearer Fit durch die charakteristischen Festigkeiten der einzelnen Datensets, sondern eine gemeinsame Auswertung bezogen auf die Festigkeit der schwarzen Proben hier. Man sieht, es gibt also wirklich fast exakt den gleichen Wert, der hier gemessen wurde, und einen Weibull-Modul, der alle diese gültigen Versuche gut abdeckt. Und wir sehen, dass die Versuche, die wir nicht so gemacht haben, wie man sie machen soll, deutlich abseits dieses Trends liegen. So, wie sind jetzt diese Versuche gemacht, die wir nicht so gemacht haben, wie man sie machen soll? Das waren einerseits B3B-Versuche,
wo wir auf der Druckseite ein Tape aufgeklebt haben, um die Proben zusammenzuhalten. Das ist dieses grüne Kreuz. Eine deutlich zu hohe Festigkeit wurde hier gemessen. Und andererseits haben wir Ring-auf-Ring-Proben geprüft. Das sind diese pinken Proben hier, ohne irgendwas, ohne Zwischenschichten. Das ist dieses pinke Kreuz, eine deutliche Unterschätzung der Festigkeit. Diese zwei Kreuze müssen wir jetzt also noch erklären. Fangen wir mit dem grünen Kreuz an. Was ist im B3B-Versuch mit den weichen Zwischenschichten passiert? Diese Art von Plot hier kennen wir schon. Das ist wieder der Faktor im B3B-Versuch, geplottet in Abhängigkeit vom Kontaktradius. Das, was wir immer in unserer Fit-Formel angeben, sind Werte hier bei R gleich 0 oder bei B gleich 0, also Punktlast. In Wirklichkeit haben wir natürlich einen Kontaktradius, abhängig von den Bedingungen zwischen Probe und Kugel. Und mit steigendem Kontaktradius fällt der Faktor. So einen vergrößerten Kontaktradius haben wir auch, wenn wir eine weiche Schicht auf die Probe kleben, hier zwischen Kugel und Probe. Dann haben wir also nicht mehr die Punktlasteinleitung. Wir haben also bei gleicher Kraft eine deutlich niedrigere Spannung in der Probe erzeugt. Und damit wir die gleich gebliebene Festigkeit erreichen können, müssen wir also eine höhere Kraft anwenden. Zusätzlich werten wir mit einem zu hohen Faktor aus. Und das muss zwangsläufig zu einer Überschätzung der Festigkeit führen. Das sieht also sehr logisch aus, dass man B3B-Proben, wenn man sie mit einer weichen Schicht beklebt, zu einer Überschätzung der Festigkeit prüft. Sollte man also nicht machen. Haben wir erklärt. Sehr gut. Gut, dann gehen wir weiter zu den pinken Proben. Das waren die Ring-auf-Ring-Proben ohne irgendwelche Zwischenlagen. Da sollte ja rein theoretisch die Reibung die größte Rolle spielen. Gut, die Spannungen im Ring-auf-Ring-Versuch unter Reibung kann man auch mit finiten Elementen berechnen. Die Ergebnisse sind hier gezeigt. Das wäre der Spannungsverlauf innerhalb des Lastringes ohne Reibung. Man sieht die kleine Überhöhung hier, aber den großen Bereich mit konstanter Spannung. Und wenn man jetzt Reibung zwischen Probe und Belastungsringen und so weiter einführt, sieht man, das Spannungsniveau sinkt generell ab. Die Überhöhung wird ein bisschen größer, bleibt aber etwa im gleichen Rahmen. Das ist ganz eine analoge Bedingung wie auf der vorigen Folie. Man hat also bei gleicher Kraft eine geringere Spannung in der Probe. Entsprechend würde der Einfluss der Reibung auch im Ring-auf-Ring-Versuch zu einer Überschätzung der Festigkeit führen. Das haben wir aber experimentell nicht beobachtet. Wir haben eine Unterschätzung der Festigkeit beobachtet und die kann man ja nur bekommen, wenn in der Probe eine höhere Spannung auftritt, als wir eigentlich aus der rein elastischen Betrachtung erwarten. Sowas kann passieren, wenn die Last nicht gleichmäßig über den Lasteinleitungsring verteilt ist, wenn die an einzelnen Stellen konzentriert ist. Auch das kann man berechnen. Und dann zeigt sich, dass das für den Spannungsfeld, das im Idealfall so schöne konzentrische Spannungskonturen aufweist, plötzlich Bereiche zeigt, die eine höhere Spannung haben als der Großteil der Probe. Also das Spannungsniveau bleibt gleich, aber es gibt einzelne Stellen mit höherer Spannung. Das kann man sich jetzt entlang dieser Pfade hier auch noch einmal genauer anschauen. Und tatsächlich, also es kommt in der Nähe des Lastringes an den Stellen, wo ich Kraft einbringe, zu einer deutlich höheren Spannung als im Zentrum der Probe. Das wird natürlich immer schlimmer, je weniger Lastmaxima ich habe und immer besser, je mehr Lastmaxima ich habe. Komme ich immer näher an den Idealfall. Das geht in die richtige Richtung, um die Unterschätzung der Festigkeit zu erklären. Und ein weiterer Effekt ist zu erwarten bei solchen Spannungsverteilungen. Diese Spannungsüberhöhung hier ist jetzt relativ deutlich, vor allem für wenige Lastmaxima. Es ist also zu erwarten, dass auch die Bruchausgänge gehäuft aus dem Bereich nahe dem Lastring kommen. Das kann man sich experimentell anschauen, indem man alle Proben wieder zusammensetzt und schaut, wo ist denn der Bruch ausgegangen. Da gibt es einerseits in der linken Spalte Versagen vom Lastring aus, in der
rechten Spalte versagen von der Probenmitte aus. In den Diagrammen unten sind sozusagen die Statistiken zu diesen Bruchausgängen gezeigt und man sieht diese Proben ohne Folien, das pinke Kreuz zeigt deutlich mehr Ausgänge vom Lastring als von der Probenmitte und vor allem auch im Vergleich zu den anderen Proben, die sozusagen korrekt mit Folien geprüft wurden. Das heißt, mit einer ungleichmäßigen Lasteinleitung können wir diese Unterschätzung der Festigkeit erklären und das wird auch zusätzlich bestärkt durch die Tatsache, dass wir sehr viel mehr Versagen ausgehend vom Lastring, von der Position am Lastring haben. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und habe noch eine Zusammenfassungsfolie. Ich denke also, es ist möglich, gute Festigkeitswerte zu prüfen mit allen diesen Methoden, aber man muss sehr gut darauf aufpassen, dass man die Versuchsbedingungen so gestaltet, dass man ganz nah an die theoretischen Annahmen kommt, die bei der Herleitung der Spannungsformeln gemacht wurden. Das muss man immer im Auge haben. Beim Ring-auf-Ring-Versuch geht es dabei um die Vermeidung der Reibung und um eine möglichst gleichmäßige Lasteinleitung über den Lastring. Das kann man beides mit diesen Zwischenfolien erreichen. Beim Pistentests geht es darum, dass man möglichst diese homogene Druckverteilung über die Pistenfläche erreicht. Das geht vor allem dann gut, wenn man einen neuen Pisten hat mit gut definierten Kanten, also der nicht verschlissen ist durch viele Versuche. Und beim B3B-Versuch muss man darauf aufpassen, dass die Lasteinleitung über einen möglichst kleinen Bereich erfolgt, also ganz nahe an die Punktlastannahme herankommt. Das kann man dadurch erzielen, indem man da auf keinen Fall etwas draufklebt unter die Lastkugel. Es gibt aber auch noch eine andere gefährliche Art, wie man die Kontaktzone vergrößern kann, und zwar dann, wenn man sehr hohe Bruchkräfte hat, weil man beispielsweise sehr feste Keramiken mit sehr dicken Proben prüft. Ja, das sind Bedingungen, die wollen wir uns in Zukunft näher anschauen. Dazu wird es wahrscheinlich hoffentlich bald einmal weitere Neuigkeiten zum B3B-Versuch geben. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Lube, für den sehr interessanten und sehr klaren Vortrag. Ich stelle den Vortrag dann jetzt zur Diskussion. Ich denke, wir haben Zeit für 2, 3 Fragen. Momentan sehe ich hier noch nichts blinken. Dann würde ich gerne vielleicht die Chance nutzen, die erste Frage zu stellen. Und zwar würde das so in Richtung der Analyse gehen, die Sie auf Ihren Folien 10 und 11 gezeigt haben. Also der Vergleich Prüfkörper mit verschiedenen effektiven Volumina. Und dann vergleicht man, ob der Weibull-Modul den Einzelmessungen wieder entspricht. Ja? Das ist ja der Ansatz. Ja, also ich denke, die weiteren Arbeiten zum B3B-Versuch werden sich jetzt einmal sehr viel auch auf Modellierung beschäftigen, also dass wir einfach Bedingungen festlegen, unter denen die Punktlast nicht mehr realisiert ist. Ja. Ja, also was ist die kritische, dieser Kontaktradius im Hertzschen Kontakt hängt ja von der Kraft ab, mit der ich auf die Kugel drücke und die hängt mit der Bruchkraft der Probe zusammen. Mit der Festigkeit der Probe zusammen. Man wird also ähnlich wie für den Ring-auf-Ring-Versuch so ein Cut-off-Kriterium eventuell entwickeln müssen. So ähnlich, wie ich das in diesem Diagramm für den Ring-auf-Ring-Versuch gezeigt habe. Ja. Vielen Dank. Wir haben jetzt hier tatsächlich auch eine Frage im Chat und das ist die ganz übliche Frage, die Sie sicherlich aus dem Stand sofort beantworten können. Frau Demel-Eckert fragt, wie ist der Vergleich zu 3- und 4-Punkt-Methoden? Gut, wir haben jetzt an diesen Werkstoffen konkret nicht an den gleichen Proben 3-Punkt- und 4-Punkt-Biegeprüfung gemacht. Wir haben das aber in der Vergangenheit an sehr vielen Werkstoffen untersucht, also vor allem an Strukturkeramiken, Aluminiumoxid, Siliziumnitrit, Zirkonoxid und haben eigentlich zwischen dem B3B-Versuch und dem 4-Punkt-Biegeversuch oder dem 3-Punkt-Biegeversuch immer eine recht gute Übereinstimmung gefunden. Ja,
Ich hoffe, dass damit die Frage von der Sandra beantwortet ist. Es heißt aber ja nicht, dass es die gleichen Werte sind, oder? Sondern es heißt, Nein. dass es ein konstantes Verhältnis ein dieser... Ein konstantes dieser, Verhältnis entsprechend ja. der Weibull-Theorie. Ja. Ja. Genau. Sehr gut. Vielleicht eine Frage noch, bevor wir dann eventuell weitergehen. Danke. Ball on Ball, bester Vergleich, oder? Also offensichtlich ist die Frage beantwortet. Sehr schön, danke für die Rückmeldung. Ich hätte noch eine kurze Frage zu diesem Spannungsfaktor, Spannungskoeffizienten, diese F-Funktion, die Sie ja. Modellieren auch für den Ball on. Wir haben jetzt gesehen, dass sich bei dem Vergleich der Versuche erst in der 5. oder 6. Nachkommastelle dieser Faktor dann unterscheidet. Genau. Und dass ja auch eigentlich so 1,7, 2,1 jetzt, also das sind jetzt ja keine Größenordnungen, die diese Faktoren auseinanderliegen für verschiedene Aufbauten, für verschiedene Testverfahren. Meine Frage ist, welche Genauigkeit oder also ja, wie viele signifikante Stellen sollte man denn immer so mitnehmen, wenn man diesen Faktor für sich selbst berechnet oder vergleicht mit anderen Arbeiten? Gibt es da so eine pauschale Antwort? Naja, wie soll ich sagen? Der hängt ja auch immer ab davon, wie genau ich überhaupt die Eingangsgrößen messen kann, also die Durchmesserverhältnisse. Mhm. Den größten Fehler in F macht man in der Regel über eine ungenaue Poissonzahl. Ja. Ja, also wahrscheinlich reichen 2 bis 3 Kommastellen auf jeden Fall. Okay, zum Plus 3, das geht ja. Sehr schön. Wir haben noch eine kurze Frage, denke ich, die können wir zum Abschluss gerne noch stellen. Frau Liersch fragt, wie sieht es aus mit dem Aufwand der Probenpräparation im Vergleich zum im Vergleich Ball-on-Three-Ball-Test zu 4-Punkt-Biegeversuch? Naja, also der Ball-on-Three-Ball-Test ist immer dann attraktiv, wenn ich schon so scheiben- und plattenförmige Proben habe. Ja, dann ist es natürlich immer ein Aufwand daraus, aus sowas eine 4-Punkt-Probe zu machen, wenn ich eine große Scheibe habe. Man kann auch quadratische Platten prüfen. Das heißt, wenn ich muss nicht runde Scheibchen rauspräparieren. Das wäre sowieso dumm. Also, ja. Und der B3B-Versuch ist sehr, sehr tolerant gegen zum Beispiel schräge Proben, die nicht exakt planparallel sind. Das ist diesem B3B-Versuch ziemlich egal. Den kann ich immer ordentlich belasten. Und weil die Spannung ja sehr konzentriert in der Probenmitte ist, hängt die nicht sehr stark von so dicken Schwankungen über den Durchmesser ab. Wenn ich vor allem dann nicht, wenn ich sozusagen mit dem mittleren Durchmesser rechne. Hm. Genau. Also mit B3B unbearbeitete Proben prüfen ist sicher sehr viel einfacher als mit dem 4-Punkt-Biegeversuch. Ja. Sehr schön. Vielen Dank für die Ausführung. Danke auch an die Fragesteller. Ich denke, dann kann ich das Wort gerne wieder direkt an Sie oder bei Ihnen lassen. Ja. Und wir move on to the next speaker.